Herzlich willkommen zum Videolernzyklus Mengenlehre. Was ist überhaupt eine Menge? Wir schauen uns einfach mal ein paar Beispiele an. Das einfachste und gleichzeitig vielleicht auch ungewöhnlichste Beispiel ist die leere Menge. Das ist einfach die Menge, wo nichts drin ist. Wir können uns auch anschauen die Menge, wo die 0 und die 1 drin sind. Die hat genau zwei Elemente. Oder wir schauen uns an die Menge der natürlichen Zahlen. Da sind die folgenden Zahlen drin. Da haben wir die 0, die 1, die 2, die 3 und so weiter. Also das ist ein Beispiel für eine unendlich große Menge. Dann haben wir die Menge der geraden Zahlen. Die 0, die 2, die 4, die 6 und so weiter. Wir haben die Menge der ungeraden Zahlen. 1, 3, 5, 7 und so weiter. Wir können zum Beispiel hier schon sehen, dass wenn wir diese beiden Mengen zusammentun, man sagt, man vereinigt die, wir schauen uns hier an die Vereinigung dieser beiden Mengen, dann ist das das Gleiche wie die Menge der natürlichen Zahlen. Also man kann mit den Mengen so ein bisschen arbeiten. Es gibt noch viel kompliziertere Mengen. Ihr habt bestimmt schon mal gesehen die Menge der reellen Zahlen. Man kann sich auch einfach anschauen die Menge Q der rationalen Zahlen. Das ist die Menge, das ist sozusagen, man kann sagen, die Menge der Brüche. Und es gibt noch viele weitere Beispiele. Man kann, wie wir gerade auch schon gesehen haben, mit den Mengen so Operationen machen. Also wir haben schon gesehen, die Vereinigung, ich mache einfach nochmal ein Beispiel, die Vereinigung der Menge mit 0 und 1 und die von der Vereinigung mit, sagen wir, mit der Menge 2 und 3. Das ist die Menge, die hat die 0, die 1, die 2 und die 3. Was man ja auch schon ganz gut sehen kann, wenn wir zum Beispiel die Menge nehmen mit der 0 und der 1, wir vereinigen das mit der Menge der 0, der 2 und der 3. Was bekommen wir hier raus? Jetzt ist hier die Frage, was passiert mit der 0? Haben wir die jetzt zweimal oder nicht? Nein, also wir bekommen die gleiche Menge. Wir haben wieder nur die 0, die 1, die 2 und die 3. Warum ist die 0 hier nicht doppelt? Das ist eine Eigenschaft von Mengen, dass sie kein Element direkt zweimal enthalten kann, sondern jedes Element kommt nur genau einmal vor. Wo wir jetzt die Vereinigung haben, was wir uns auch anschauen können, ist der Schnitt. Das macht zum Beispiel hier Sinn. Wir nehmen die Nullmenge mit 0 und 1 und schneiden sie mit der Menge 0, 2 und 3. Das heißt, wir fragen uns, welche Elemente kommen in beiden Mengen vor. Das ist hier nur die 0. Das heißt, das Ergebnis des Schnitts ist die Menge, die nur die 0 enthält. Wenn wir das für das obere Beispiel machen, wir schauen uns an 0 und 1 und schneiden das mit der Menge 2, 3. Da ist gar nichts drin. Das heißt, der Schnitt ist leer, das ist die leere Menge. Man kann das manchmal auch so schreiben. Ja, also die Menge, wo nichts drin ist. Aber wir werden immer diese Schreibweise hier verwenden. Die ist weniger verwirrend, weil wir dann weniger Klammern ansammeln. Okay, was haben wir noch für Operationen? Wir können uns zum Beispiel auch anschauen, was es heißt, eine Teilmenge zu sein. Sagen wir mal, wir nehmen wieder die Menge mit 0 und 1. Sagen, das ist eine Teilmenge von dieser Menge hier links. Das ist eine Teilmenge der Menge 0, 1, 2. Und 3. Aber 0, 1 ist keine Teilmenge der Menge, sagen wir 0, 2, 3. Warum ist das so? Die 0 ist hier rechts zwar drin, aber die 1 ist kein Element. Da haben wir auch schon die nächste Operation. Also wir können sagen, die 0 ist ein Element der Menge 0, 2, 3. Aber die 1 ist kein Element der Menge 0, 2, 3. Die kommt da schließlich auch nicht vor. Und so kann man sich verschiedene Operationen auf Mengen anschauen und wir werden in den folgenden Videos diese Operation genauer definieren, noch weitere Beispiele sehen und auch verstehen, wie man mit diesen rechnen kann. Fragen wir uns erstmal nochmal allgemein, was ist überhaupt eine Menge? Georg Cantor hat sich 1895 diese Frage auch schon gestellt und hat sie wie folgt beantwortet. Er hat gesagt, unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten unterscheidbaren Objekten, klein m, unsere Anschauung oder unseres Denkens. Also es können Objekte sein, die in der realen Welt existieren. Es können auch Objekte sein, die wir uns sozusagen ausdenken, die in unseren Gedanken existieren. Zum Beispiel die Zahlen 0, 1, 2 und so weiter. Und diese Elemente, die Elemente von M zu einem Ganzen. Ja, das heißt, mein anschaulich gesprochen ist vielleicht eine Menge einfach ein Sack, in den man Dinge reintun kann. Eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten. Was man hier schon ganz gut sehen kann, das habe ich gerade auch schon gesagt, er sagt auch von unterscheidbaren Objekten.
Das heißt, die 0 kann zum Beispiel nicht zweimal drin vorkommen, weil die können wir da nicht unterscheiden. Das heißt, die Menge enthält tatsächlich jedes Element auch nur einmal. Und es ist sozusagen diese Zusammenfassung zu einem Ganzen. Das heißt, wir tun alles gemeinsam da rein und dann haben wir ein großes Objekt, was diese Dinge alle enthält. Ein Beispiel, vielleicht sozusagen ein Paradoxon eigentlich, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Was meine ich damit? Schauen wir uns die folgende Menge an. Wir sagen, R ist die Menge aller x, sodass x kein Element von x ist. Ja, also es ist die Menge aller Elemente, die sich nicht selbst enthalten. Das Elementzeichen kennen wir von gerade schon. Jetzt können wir uns die Frage stellen, was ist denn mit dieser Menge R selbst? Ist R ein Element von R? Naja, schauen wir mal, was passiert. Angenommen, R ist ein Element von R. Das heißt, das ist so ein x. Naja, das ist der Fall, genau dann, wenn x nicht in x ist, also R nicht in R. Das heißt, wir haben hier einen Widerspruch. Das macht so keinen Sinn. Ja, R kann nicht gleichzeitig ein Element von R sein und kein Element von R. Das heißt, das da oben, das kann irgendwie keine Menge sein, obwohl es irgendwie auch so ausschaut. Also was lernen wir daraus? Wir brauchen Regeln, ja. Wir brauchen Regeln für Mengen. Wir müssen sagen, was genau eine Menge ist und was keine Menge ist. Und diese Regeln, die nennen wir Axiome. Und in den letzten drei Videos werde ich über die ZFC-Axiome sprechen. Das heißt, da werden wir lernen, was diese Regeln in der normalen Mathematik sind, die wir für Mengen anschauen. Fassen wir nochmal zusammen, was sind die Ziele dieses Videolernzyklus? Wir wollen zunächst Mengenoperationen verstehen, also zum Beispiel den Schnitt, die Vereinigung, aber auch kompliziertere Dinge wie die Potenzmenge oder die symmetrische Differenz. Dann wollen wir Beweismethoden für Gleichungen mit Mengen kennenlernen. Also wie kann man solche Gleichungen vereinfachen? Wie kann man beweisen, dass Gleichheiten gelten? Und im dritten Schritt, habe ich gerade schon erwähnt, wollen wir Axiome für Mengenlehre uns anschauen und nachvollziehen, warum diese stimmen.